So, wir machen weiter mit dem Team Meetup Spot. Das ist auch wieder eine Web-Applikation, sprich, die kommen auch wieder mit dem Laptop nach vorne. Die Idee ist ein Doodle für Treffpunkte. Die Teilnehmer waren Maxim Lopsitz, Andreas Dittes und Jonathan Giroux. Die Technologien, die eingesetzt wurden, waren Ruby on Rails, Google Maps, MongoDB und Twitter Bootstrap. Okay, leider muss ich zugeben, dass wir nicht ganz fertig geworden sind. Deswegen können wir zuerst erstmal unsere Idee vorstellen. Was wir präsentieren, bringt jetzt nicht viel, weil es nicht fertig ist. Die Idee ist, dass man hat seine WG, man studiert allerdings viele verschiedene Sachen und irgendwann denkt sich, ja, man würde sich gerne mal mittags zum Essen treffen oder abends mal zum Fußballspiel schauen mit anderen Freunden aus anderen WGs. Und es gibt schon solche Tools wie Doodle, wo man beispielsweise die Uhrzeit schon auswählen kann oder andere Entscheidungen. Wir wollten ein Doodle für Stadtorte, für Treffpunkte machen. Sind leider aber nicht ganz fertig geworden, hatten allerdings parallel noch zwei weitere Sachen. Um wie der gute Hacker zu machen, haben wir natürlich Ressourcenoptimierung getrieben. Und haben dann gleichzeitig zwei neue Projekte angefangen. Wir fangen vielleicht mal an mit dem Fanvote. Also man beauftragt mit dem, geliefert kriegt man das und funktioniert nur noch das dritte, dass man es nachgelernt hat. Also gut, wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es heute Abend also Deutschland gegen Dänemark. Und wir möchten eigentlich vorher sagen, was wäre das Ergebnis des Spiels mit Hilfe von Facebook. So, also das funktioniert einfach so, man klickt auf irgendwelche Mannschaft. Darfst du mal drücken? Dänemark, Deutschland? Ja, Deutschland. Okay, dann gibt es diese Sharing-Settings. Yeah, Germany will win. Und dann gibt es automatisch die Verbindung mit Facebook. Und ja, Germany will win. Und Star Wars. Sorry. Ja, eigentlich ist es so und hoffentlich wird es heute Abend klappen. Mein Projekt wäre auch zu langweilig, das war eine recht knifflige Sache. Da haben übrigens Facebook eben Fettmutation verwendet und HTML, PHP und CSS. Und dann haben wir noch eine zweite Sache gemacht. Und zwar ein kleines schwarzes Brett im Internet. Da auch relativ einfach, eben man kann einen neuen Eintrag anlegen und dann eben den zuordnen zu einer Stadt oder zu einer WG, das ist dann eben frei definierbar. Und kann dann eben auch auswählen, was die anderen kann, sie einfach was die anderen so machen. Und jetzt zeigen wir vielleicht die Mobile-App, kannst du mal umstellen auf Google? Einfach eine iOS-App, die von der Funktionalität eben genau das abbildet, was man auch online machen kann. Es gibt so ein paar Featured-Posts oder auch Werbung, man kann die auch anzeigen. Und dann eben ganz normal die Einträge, die man sich da durchlesen kann und dann eben gucken, was da so Interessantes gibt. Und das war so, wie gesagt, das eigentliche Projekt, das wir zeigen wollten, hat aus ein paar Gründen, die jeder kennt, es gibt dann so kleine Probleme, an denen man dann stundenlang hängt. Das hat nicht geklappt, deswegen haben wir noch zwei andere Projekte gemacht. Ich hoffe, ihr seht es.